So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Kurze Info wegen gestern. Es gab gestern keine Custom Games, weil ich einfach ein bisschen was noch für YouTube machen wollte. Also in dem Sinne, Entschuldigung dafür. Aber wir hatten ja einen kurzen Rette die Welt Livestream. Deshalb haben wir ja jetzt die 11.000 V-Bucks erreicht. Grüße gehen daraus, wer da auch da war. Freut mich, dass ihr auch dabei ein wenig Unterstützung da lässt. Dann kurz noch eine eigene Sache, denkt dran, oben rechts, wer ein bisschen Liebe da lassen will, gerne das Video nochmal anschauen. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt herein in den Shop und ich kann euch jetzt schon sagen, heute Abend auf jeden Fall wieder Custom Games, also ganz entspannt bleiben. So, ich würde sagen, wir gehen auch direkt herein. Was haben wir Neues? Aha. Ich würde sagen, wir gehen aber direkt mal ganz hoch. Oha. Soll ich einen Titel schreiben? 20 neue Skins? So, die Skifahrer sind wieder komplett da. Okay. Ja gut, aber ich sage jetzt mal so, sie sind ja bekannt. Wir gehen sie einmal kurz durch. Alle 4500 V-Bucks, einmal die weiblichen Varianten, dann kommen gleich noch die männlichen. Das sind natürlich nice, um Gottes Willen. Aber ich sage ehrlich, mir gefallen sie irgendwie nicht. So, ja, aber wenn ich sie im Spiel sehe, denke ich mir so, Also ich habe mir von den ganzen Skins nicht einen einzigen geholt. So, hier haben wir noch die Pickaxe. Für 800 V-Bucks. So, das waren schon die weiblichen Varianten. Das Ganze haben wir natürlich auch in der männlichen Variante. Ja, ich sage halt, hol ich hier so eine? Boah. Ich weiß nicht, ich kann mich mit den Skins nicht richtig anfreunden. So sehen sie ganz cool eigentlich aus. Also richtig anfreunden kann ich mich nicht mit denen. Deshalb habe ich mir von denen auch bis jetzt wirklich noch gar keinen geholt. So, da sind wir auch schon einmal durch. Was haben wir noch drin? Revolte ist wieder drin, nach über einem Jahr. Ey, die Zeit vergeht so schnell. Was ist heute noch ein Jahr? Ich glaube, man wird einfach alt. Alter holt einen immer mehr ein. Aber der Skin sieht richtig cool aus. Ist halt eher für die, ja, etwas jüngeren Zuschauer, sage ich jetzt mal. Aber auf jeden Fall fresh. This is a fresher skin. So, dann haben wir natürlich noch den Price 3000 mit dem passenden Rückenaccessoire. Kann das irgendwas? Ach, der reagiert auf Musik. Ja, aber ich sage jetzt mal ganz ehrlich, was bringt einem das, dass es auf Musik reagiert? Ich renne ja nicht neben einem her, der Musik macht. Dann war es das nämlich an der Stelle wahrscheinlich schon komplett. So, dann haben wir noch Eiszapfen, reagiert auf Eliminierung. Muss man dann mit der Pickaxe eine Eliminierung machen? Das ist halt echt so eine Frage, wo ich mir denke, hä? Eine Pickaxe? Reagiert? Okay, aber 500 V-Bucks und es ist eure. Dann Popsternchen. Bing, bing. Ach, wie schön. Da freuen wir uns Männer doch, oder? Und dann haben wir... Ah, ich liebe diese Emote. So, dann mach dich locker. Das würde ich manchen Leuten echt empfehlen. Einfach mal entspannter bleiben. Auch bei Fortnite. So, das war das. Dann haben wir von Epic Wales den Spind. Keine Ahnung, wer Epic Wales, Epic Wales ist. Schreibt mal einer in die Kommentare, wer das ist. So, das ist auf jeden Fall die Motorradfahrerin mit dem passenden Rückenaccessoire, wo ich mir immer denke, das sieht immer so halb aus wie eine Schildkröte. Hier oben das, immer so irgendwie so ganz leicht Schildkrötenniveau. So, dann Traum, der Skin ist immer noch nice. Grüße gehen raus. Ich weiß, dass ich den definitiv geschenkt. Ich weiß nicht, ob Zampal mir den geschickt hat. Aber mit passendem Rückenaccessoire. Aber das ist halt wieder Obst und Skin. Gefällt mir richtig gut, aber ich spiele ihn nicht. Ganz komisch. Obwohl der Skin mir wirklich gefällt. Dann noch das schöne Rückenaccessoire. Das Emote setzt sich doch. Immer lustig, habe ich immer wieder benutzt. Gerade wenn, keine Ahnung, irgendwo einer am Rumballern ist und bla bla bla. Einfach hinsetzen. Lassen machen. So, und ich sehe gerade, da ich die drei Sachen schon habe, könnte ich mir den Skin für 500 V-Bucks holen. Ah ja.
So, den Skin gibt es nochmal einzeln für 1,5. Den für 1,2 mit Brückenaccessoire und das Emote für 200. Und denkt dran, wer mich unterstützen will, gern Creator Code benutzen. YT-FamilyHack. Wenn ihr nicht mich unterstützen wollt, gar kein Problem. Aber unterstützt halt irgendeinen, weil es sonst verschwendetes Geld. So, dann sind wir hier schon wieder bei den ganzen Marvel Skins. Ah, ich sag mal ganz ehrlich, so langsam können sie rausgeholt werden. Oder wie seht ihr das? Der Shop ist zwar schön riesig, klar, aber ich sag mal ganz ehrlich, ist jetzt auch mal gut mit Marvel. Dann sollen sie einfach nur mal einen neuen Skin raushauen und das war's eigentlich dann. So, hier immer noch Widow. Ich sag, ich gehe jetzt hier so ganz grob mal durch. Aber ich denke mal, die meisten werden ja aus den letzten 5 Shop-Videos wissen, was drin ist. Hier, oh, das Paket habe ich ja komplett. Immer noch. Aber auch die, aber die Skins, also hier die Variante feiere ich schon. Aber weil ich ja mein Overlay habe, habe ich dann doch eher den Lilianen immer drin. Insoweit immer noch nice. Aber Rot. Und Rot hält halt auf in der Welt. Wenn man nicht so gut ist. So, dann hier noch die Pickaxe. Das Emote. Dies Emote. Das haben wir alles einzeln. Dann das komplette Paket natürlich immer noch da. Habe ich dafür echt 4.500 V-Bucks bezahlt? Gott, Schande über mein Haupt. Hat das V-Bucks gekostet oder hat das nicht sogar Geld gekostet? Aber wie gesagt, 1,5 für alle Varianten. Dann noch natürlich die Pickaxe. Leiter. Pickaxe. Pickaxe. Das Ganze natürlich noch einzelne Pickaxe 1200. Begleiter. Also, der Shop ist echt schon ein bisschen lästig. Weil halt einfach alles drin ist, was halt schon gefühlt drin war. So, das nur noch. So, da müssen wir eigentlich. Ach, Silver Server noch. Ist auch wieder, beziehungsweise immer noch drin. Aber ich sage, ist ja jetzt alles so bekannt. Daredevil ist noch drin. Dann haben wir natürlich immer noch Captain America. Das Emote. Dann ist Blade noch drin. Ding, 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 ding. Mit dem wunderbaren Kleider. Zack. So, vergesst nicht. Die sind natürlich auch drin für 1200. Wer sich gönnen will. Dann noch Schnips. Dann haben wir natürlich auch noch das Kratos-Paket komplett drin, wo mir persönlich das Emote langsam immer besser gefällt. So, wie gesagt, komplette Paket immer noch drin. Laserbeam ist auch noch komplett drin. Dann Master Chief ist auch noch komplett drin. Und Midas, wie gesagt, haben wir gestern schon ausdrücklich gemacht. Und erstmal danke nochmal für alle, die gestern bei dem Video dabei waren. Ich habe gerade eben nochmal geguckt, 1100 Aufrufe. Man kennt es. So, dann gehen wir mal ganz schnell rüber in Rette die Welt. Ich habe mal ganz schnell nachgeguckt, ob es heute überhaupt V-Bucks-Missionen gibt. Heute gibt es 2 V-Bucks-Missionen. Wieder 60 plus Tagesaufgabe. 110 V-Bucks gibt es heute zu holen. Alles ist in Plankerton. Also es würde eigentlich auch sich lohnen für etwas kleinere Rette die Welt-Spieler. So, mal gucken, ob wir sie direkt finden. Zack, zack, Plankerton, Abfahrt. Also einmal eine Atlas-Aufgabe bei 23. Atlas, 23, Atlas, 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 bin ich blind. Das nicht, das auch nicht. Wo sind denn die 23er? Was soll denn hier sein? Ach, hier oben. Da sind einmal 30 V-Bucks und dann 34 eine Bombe. Bombe, 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 Bombe. Da. Ja, hier ist die zweite V-Box-Aufgabe. Also wissen wir schon mal, was wir nachher machen, so als kleinen Screen-Warm-Up. Ja, hier gibt es auch nichts Neues. Zack, was ist meine Tagesaufgabe? Auch Spielautomaten. Nee, nee. Machen wir direkt tauschen. Höhlenausrottung, Nahkampf. Ja, 300 Kills mit der Pickaxe kriegen wir hin. So, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Shop. Und euch viel Spaß auf jeden Fall, Leute. Denkt dran,
entspannt euch, aber strengt euch trotzdem an in der Schule etc. pp. Und auch auf der Arbeit. In dem Sinne, euch noch viel Spaß heute und wie gesagt, bis heute Abend und out.